Ich bin Schnüffler. Privatdetektiv, wenn ihr es genau wissen wollt. Langweilig. Nicht nur der beste Schnüffler im gesamten Garten, sondern auch der billigste. Jedenfalls der einzige Schnüffler, den man anheuern kann. Genauer gesagt, der einzige, der noch lebt. Geht doch! Ich hielt mich nicht über den Rasen und flog in Zickzackkurs. Aber ich konnte die Wespen nicht abschütteln, im Gegenteil. Sie holten langsam, aber sicher auf. Ich musste mir schnell etwas einfallen lassen. Die Sonne verzog sich angewidert hinter den Horizont. Und ich wusste genau, wie sie sich fühlte. Hinter mir lag ein langer Tag. Und er war noch nicht vorüber. Deine Ideen sind doch immer die besten, Gregelchen. Aber warten Sie. Ich kann Ihnen immer noch von Nutzen sein. Ich kann Clarissa für Sie finden. Zu spät. Greg lächelte triumphierend. Seit einiger Zeit verschwanden Insekten einfach so, keiner wusste wohin und warum. Immer mehr wurden vermisst und jeder konnte der Nächste sein. Ich bearbeitete gerade den Fall eines verschwundenen Urwurms, ihr wisst schon, diese kleinen glatten Typen mit den Zangen. Ich hatte die Gegend um den Teich mehrmals abgeflogen und das gesamte Gemüsebeet zu Fuß durchkämmt. Keine Spur von diesem Urwurm. Meine Beine schmerzten, alle sechs Minuten.